Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr möglichst leicht die ganzen Challenges der Woche 9 machen könnt. Falls ihr Ruin noch nicht habt, könnt ihr natürlich in dieser Woche ganz easy die ganzen Challenges machen. Relativ viele leichte Challenges eigentlich diese Woche. Also sehr leichte. Teilweise braucht man eben halt nur ein Roommate, mit dem man das easy machen kann. Welchen Modus ihr da spielt, ist eigentlich relativ egal. Ob Gruppenkeile, natürlich gehen manche Challenges dort einfacher, wobei ganz ehrlich, die auch so easy sind, die Challenges, dass man das auch ganz easy im Solo machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort dann auch wieder und bis dahin sehen wir uns dann. Ja, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich gerne ändern und auch ein Like drücken. Würde mich auf jeden Fall extrem supporten und wir sehen uns dann gleich in der Runde. Die eine der einfachsten Challenges, denke ich mal, sollte sein, nach Loot Lake zu fliegen. Das ist die erste Staffelung, also 1 von 5. Die weiteren Herausforderungen weiß ich nicht genau. Ich glaube, sollte sehr, sehr selbsterklärend sein. Dann bei Loot Lake und ich glaube, da sollte jeder verstehen, was man machen muss. Man kann ja auch hier mal links an der Seite die ganzen Challenges sehen. Und dann muss man auch möglichst jede Runde einen Kill machen. Das sehen wir 5 Runden lang. Dann hat man die zweite Challenge auch schon abgeschlossen. In 5 Matches jeweils mindestens eine Eliminierung machen. Man muss nicht 5 Matches am Stück Eliminierung machen, sondern einfach generell 5 Eliminierungen, aber in 5 Matches jeweils ein. Ja, des Weiteren gibt es dann natürlich wieder Durchsuche Truhen-Herausforderungen. Dieser in Polar Peak oder in Lowly Lodge. Okay. So easy hat man auch schon den ersten Kill. Und das muss ich immer nur 5-mal wiederholen. Ich denke mal, sollte für die meisten easy sein. Ja, die Challenge ist wirklich nicht schwierig. Ich glaube, es gibt diese Woche sogar gar keine finde irgendeine Sache Challenge. Letzte Woche gab es ja zum Beispiel Folge dem Schatzkartenwegweiser aus Paradise Palms. So eine Challenge gibt es, glaube ich, diese Woche nicht. Ah ja. Ich liebe es einfach dabei ein bisschen mit einem Ballon. Zielgenauigkeit ist einfach jedes Mal da. Aber auf jeden Fall ja, kann ich euch dann auch gleich schon direkt die nächste Challenge zeigen. Nämlich lande bei Lucky Landing. Müsste sehr, sehr, sehr einfach sein. Und dann kann man wirklich im Prinzip immer so Zweierpakete machen. Neben den Lande bei Orten Challenges. Und zwar, wenn man zum Beispiel, weil man braucht immer einen Roommate. Und dann geht man am besten nach Lonely Lodge, durchsucht er vielleicht ein paar Truhen, dann geht da eine Mate am besten oben auf den Tower rauf, auf den Tower da hinten. Und dann kann er runterspringen, am besten wieder hochkrabbeln und dann nochmal durch Fallschaden dann komplett eliminiert werden. Dann kann man nämlich entspannt wieder neu starten. In Lonely Lodge, dort ist ja direkt der Bus. Generell, die Busse werden dann ja auch angezeigt, wo man restarten kann. Und Polar Peak, ein paar Truhen durchsuchen. Und zwischen 3 Eisskulpturen, die da unten sind, muss man dann auch noch tanzen.
Durchsuche tun kann manchmal ziemlich voll sein. Das heißt, man sollte es eventuell eher machen, wenn es am Ende des Busses ist. Geht allerdings auch so schon. Und wenn man dann schon bei Lonely Lodge ist, kann man weitergehen zu den Geysiren. Das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Da man dort dann drei Geysire am Stück benutzen kann. Am besten geht das eben halt in der Dschungelregion. Dort sind die relativ nah beieinander. Okay, easy, nächster Kill. Fünf HP überlebt. Ja, so sollte man es nicht machen. Wir sehen uns dann gleich. Die Wartezeiten sind so extrem kurz. Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall werde ich euch jetzt nochmal zeigen, wo die ganzen Skulpturen sind. Beziehungsweise die Orte, wo man dann tanzen muss. Und davor zeige ich euch nochmal, wie man am besten die Geysirroute. Wobei das eigentlich auch relativ leicht ist. Ansonsten waren das ja schon alle Changes. Und ein Change habe ich noch vergessen, weil die so schnell ging. Die geht auch wirklich am leichtesten im Endgame-Modus und da rate ich euch wirklich, den zu spielen. Und zwar 500 Schaden von unten machen. Aus dem Lowground. Und da Endgame-Modus oder so jeder fliegen kann, ist man da, oder kann man auch relativ leicht einfach irgendwo aus dem Lowground die Kills machen. Damit natürlich auch ordentlich Damage verursachen. Also das ist wirklich, ich habe das, da war nicht mal die Hälfte der Runde um und man hat es direkt geschafft. Ja, ich fliege jetzt einmal nach Lonely Lodge. Werde natürlich das nicht mit dem Respawn-Bus machen können. Ich denke mal, sollte sehr selbstverständlich sein. Naja. Und dann werde ich einmal kurz. Beziehungsweise ich gehe am besten zuerst zu den Geysiren. Dann kann ich nämlich. Habe ich die Challenge nämlich sicher abgeschlossen. Ich empfehle euch hier immer den Fluss hier, den Lavafluss. Da man. Hier kann jeder die Geysire sehr, sehr leicht wiederfinden. Dann kann man nämlich einmal hier den Geysir benutzen. Geht direkt weiter zu dem Geysir. Lootet vielleicht hier nochmal den schönen Silent Scar. Und dann geht man zu dem Geysir nochmal rüber. Dann killt man hier vielleicht nochmal den einen oder anderen. Für die weitere Challenge. Das war Teil. Boah. Das Infanteriegewehr. Kaum nachgeladen. Aber auf jeden Fall, dann geht man da oben rauf. Und wenn man einen Doommate hat, da oben rauf, springt runter. Und dann das gleich jemand wiederholen. Und dann kann man hier unten zum Neustartbus gehen. Hat man die Challenge auch entspannt. Ja, ich werde euch jetzt nochmal ein paar Kistenspots zeigen. Eventuell einer der am seltensten gelooteten Spots könnte noch hier drin sein. Da, wo der jetzt gelootet hat. Lost. Egal. Auf jeden Fall, da habt ihr schon mal gesehen, wo der Kistenspot ist. Sonst noch, kann ich auf der Karte ja mal zeigen. Dort im Haus sind noch Kistenspots am Lucky Tower, beziehungsweise am Turm selbst. Und dann, da unten kann auch nochmal eine sein. Aber ich glaube, wenn ihr da ein paar Mal landet und dann noch irgendwie nach da hochgeht, dann vielleicht noch den Turm lootet, dann habt ihr das. Also wirklich da, da und. Da sind die meisten Spots. Könnt ihr leicht finden. Und ich zeige euch dann gleich nochmal alle Spots. Zum einen, wo man landen muss. Und zum anderen, wo man tanzen muss. Aber bis gleich. Was ich noch vergessen habe zu sagen. Allerdings glaube ich, dass es auch so ziemlich jeder wissen sollte. Oben bei Polar Peak habe ich euch ja nicht genau gesagt, wo die Kistenspots letztendlich sind.
Links sollte es eigentlich klar sein. Die meisten sind natürlich in der Burg selbst drin. Auch unten im Raum, da einmal ganz durchlooten. Irgendwo wird man es schon finden. Und dann natürlich in den kleinen Häusern. Ein paar weniger, allerdings auch immer noch wirklich vollkommen ausreichend genug. Da hinten wird jetzt eventuell ein bisschen Kämpfe sein, bei den, da wo man für die Gentian muss. Das heißt, man sollte eventuell nicht direkt als erstes dort landen, sondern lieber ein bisschen weiter weg, um vielleicht erstmal eine Waffe zu finden. Scoped Revolver ist jetzt zwar nicht so unbedingt gut im Nahkampf, vor allen Dingen nicht. Aber man kann dann hier zum Beispiel direkt einen Kugler benutzen. Dort kann man dann, damit kann man dann direkt hinfahren. Und dann sind vielleicht auch schon der ein oder andere Gegner weg. Man hat ja auch noch ordentlich andere Kisten-Spots, wo man dann auch looten kann. Wenn man schon Redeploy-Gleiter mit hat, kann man landen, kann man ja auch, wenn man mit Jump-Pad fliegt und dann landet, zählt es auch als zur Lande-Challenge. Also wirklich nur landen, ist egal, ob man aus dem Bus landet, man darf jemand nur nicht da einfach nur runterspringen. Jedenfalls sieht man hier schon drei Eisskulpturen. Stellt man sich hier mal hin. Tanzt irgendein Emote. Hat man das erledigt. Und dann kann man eventuell, wenn man in der ersten Runde vielleicht sogar am besten Lonely Lodge gelandet ist und dann damit nach Loot Lake geflogen ist, weil mit dem Geysieren zählt es ja auch als Lande-Challenge. Und übrigens, da kann man auch ganz easy wirklich Kills abstauben. Ich weiß, dass das ehrenlos ist, aber für die Challenge. Habt ihr es gesehen? 143 Schaden an dem. Und der Gegner hat den Kill bekommen. Ich zeige euch gleich nochmal die zwei anderen Spots für die Challenge. Bis heute Staffel von der Tanze zwischen drei Sachen ist, man muss zwischen drei Dinosauriern tanzen. Dafür muss man in die Wüste fliegen. Denke mal, die meisten werden den Spot auch kennen. Relativ weit, eigentlich hinten in die Wüste sogar rein. Kann man auch direkt ins Wasser runterspringen oder man kann ja auch einfach Match leaven. Das geht ja mittlerweile auch, dass man trotzdem die Challenges bekommt. Aber wenn man noch die 3 EP mitnehmen will, kann man sich eben halt auch einfach selbst eliminieren. Und dann sieht man schon die drei Dinosaurier auf der Straße dann einfach tanzen. Wieder mit einem x-beliebigen Emote. Ist komplett egal. Und ja, ich denke, es sollte easy sein. Guck, einfach killen lassen und ja, dritter Spot kommt gleich direkt danach. So, Teil 3 der Challenge, tanze zwischen bestimmten Orten oder Objekten. Isamus muss zwischen vier heißen Quellen tanzen und bei heiß kann man schon Vulkan wissen. Und da das die einzigsten Quellen sind, die hier um den Vulkan herum sind, muss man da folglich landen. Und die weiteren Challenges, auch noch der Lande bei bestimmten Orten Challenges, ist immer die erste war Loot Lake. Danach muss dann in Lucky Landing unten landen. Sollte jedem klar sein, wo das ist. Danach muss dann in Salty Springs in der Mitte landen. Dann als viertes muss dann bei Lonely Lodge auch landen. Das heißt, da hinten kann man dann auch direkt die Challenge machen, durchsuche Truhen. Und als letztes muss man oben links bei Haunted Hills landen. Entspannte Herausforderung. Hier kann man übrigens auch notfalls die drei Geysire ohne Landen machen. So easy. Ich hatte vorhin vergessen, dass ich ja
Ich hatte ja eine Waffe dazwischen noch aufgehoben, zwischen den drei Geysiren. Denkst du, wenn man das einfach so macht, solltet ihr gleich sehen. Wird nicht mehr angezeigt. Weiter ohne zu landen auf drei verschiedenen Geysiren. Ich weiß nicht, ob das gerade irgendwie ein bisschen verbuggt ist oder zeigt es gerade nicht an. Auf jeden Fall waren das die Challenges. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Video wieder ein. Und Streams natürlich auch, wenn eventuell, wenn ihr dieses Video gerade seht, läuft auch schon ein Stream. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.